Heute geht es um diese simple Einsteigertechnik für Dampfloks. Ja, viele Tutorials auf diesem Kanal aus der alten Zeit sind so ein bisschen verschüttet in Vlogs, also irgendwo versteckt. Das guckt heute keiner mehr an und deswegen habe ich es euch aufbereitet und wenn, dann natürlich in HD. So hoffen wir, dass der YouTube-Algorithmus dieses Video besser wahrnimmt. Ja, und diese Güterwagen sind ein sehr guter Einstieg, denn sie waren der Beginn dieser eigens für Hobby-Einsteiger entwickelten sehr simplen Patinierungstechnik, basierend auf damals völlig neu entwickelten Acrylfarben, den Aquacolors von Revell. Die Beschäftigung mit dem Thema Einsteiger war kein Wunder, hatte ich doch während meiner MEB-Zeit als zuständiger Redakteur die Reihe Einsteigerlexikon bearbeitet. Mit A wie Altern begann dieses Modellbahn ABC. Ja, und da war natürlich nach 25 Jahren und mehr Erfahrung mit dem Thema Patinierung mal was Neues angesagt. Und so habe ich versucht, mit einfachsten Mitteln und modernen Farben diverse Techniken zu entwickeln. Ja, und am Ende dieser ganzen Geschichte stand dann YouTube. Hier Auszüge aus dem allerersten Patinierungstutorial von 2015. Hashtag KunstmichiWorld 002. Basis dieser simplen Patinierungstechnik sind im Wesentlichen drei Farbtöne, nämlich Ocker, Lederbraun und Schwarz. Ihr seht's, hier wird jetzt gerade Schwarz als Lasur aufgetragen, sehr gezielt in die Vertiefungen. Der gesamte Wagen, ihr habt's zuvor gesehen, wurde mit Ocker aufgehellt und dadurch auch ein bisschen warmtöniger. Ocker empfehle ich hier als Aufhellung speziell für rotbraune Güterwagen. Begannen wir zunächst mit Lasuren, gehen wir nun in die Granier- respektive Drybrush-Technik über. Ja, ihr seht's hier, da wird jetzt die Ladefläche geschunden. Trotzdem scheinen die Farbtöne der zuvor aufgetragenen Lasuren noch immer durch. Auf die gleiche Weise setzt man ein paar Glanzlichter, die die Kanten wesentlich scharfkantiger und detaillierter ausschauen lassen. Mit Flugrost aus Ocker und Rotbraun werden eben diese Bereiche noch ein bisschen koloriert. Die plastische Wirkung bleibt erhalten, nur der Farbton ändert sich. Die gleiche Technik lässt sich freilich auch an der Flanke des Radsatzes anwenden. Zu guter Letzt kümmern wir uns noch ein bisschen um die Nachbildung der Pufferschmiere mit glänzender Farbe. Jo, wirkt doch! Vorher, nachher. Selbstverständlich ist diese Technik nicht mit High-End-Alterungen zu vergleichen. Hier eine solche jetzt im Dampflok-Bereich mit Ölfarben. Zum großen Erstaunen vieler ist eine Airbrush-Pistole heutzutage in den meisten Fällen der professionellen Patinierung völlig verzichtbar. Es geht vielmehr um die perfekte Beherrschung klassischer Pinseltechniken. Gearbeitet wird mit Schichtdicken im Nanobereich, wodurch das Risiko der Modellzerstörung minimiert werden kann. Aber nun zurück zur versprochenen Einsteigertechnik. Sogar Kinder können anhand der nun folgenden Anleitung Erfolgserlebnisse erzielen. Zuerst kommt freilich das Gehäuse runter und wir müssen alles säubern. Auch ein solches Zinkdruckgussgehäuse können wir einfach mit Spülmittel und Wasser reinigen. Die Alterung des Niederbordwagens liegt doch jetzt schon ein ganzes Jahr zurück, so möchte ich auch diesen Schritt mal wieder zeigen. Am besten mit Handrücken warmem Wasser. Wird das jetzt einfach abgespült und dann sollte alles weg sein. Nun muss es nur noch trocknen. Einfach mit Küchenkrepp beschleunigen wir jetzt das Trocknungsverfahren ein wenig. Das, was in den Tiefen drin ist, das wird auch noch wegtrocknen dann. Zur Reinigung des Fahrwerks benutzen wir Feuerzeugbenzin. Hier dieses hier habe ich jetzt. Hierzu benutzen wir einfach einen Pinsel und dann kann man das alles mal ein bisschen abwaschen. Und wenn wir das dann haben, wird es einfach hier abgetupft. Schleifer und Kupplungen schrauben wir ab. Geht ja gut bei diesem Modell. Die Kleinteile legen wir in so einen Deckel, dann geht nichts verloren und beiseite. Diese alten Loks haben noch diese vernickelten Steuerungsteile. Ich schleife die ein bisschen mit einem Schleifvlies an.
jetzt geht's gefährlich weiter. Nein, so gefährlich ist das nicht. Das ist einfach Brünierbeize. Mit einem Wattestäbchen können wir jetzt etwas hier diese Teile schwärzen. Mit Waschbenzin wird dann eventuell überschüssige Brünierbeize auch wieder abgewaschen hier. Das Zeug ist ätzend, das sollte man nicht unbedingt an die Hände bekommen. Jo Leute, eben um davon abzulenken, dass hier sich wahrscheinlich einzelne Stellen wieder abgreifen werden, müssen wir im Fahrwerksbereich in diesem Fall auf Metallic-Basis arbeiten. Alle Farben wurden jetzt mit Zahnstochern aufgerührt. Die Lok legen wir jetzt mal auf die Seite und dann beginnen wir mal damit, unsere Lasur anzumischen. Ich habe den Pinsel jetzt mit Wasser angefeuchtet und jetzt gebe ich hier einfach mal etwas Silbern drauf. So, dann etwas Klarlack. Ein klein wenig schwarz, lederbraun, nicht mit dem Pinsel in die Farben gehen, sonst werden die unrein. Das war jetzt Ocker hier und das ist unser Purpurrot. Ich habe jetzt ein dunkles Rot genommen. Das ist die Farbe, in der die Dieselloks und der Schienenbus zum Beispiel lackiert sind. So, jetzt ist das alles noch sehr metallisch, siehste. Der Klarlack sorgt dafür, dass das dann etwas durchscheinender, transparenter wird. Jetzt nehmen wir etwas Rot und etwas Ocker. Und jetzt siehst du schon, jetzt kommt es in die Richtung, die wir haben wollen. Und du kannst am Pinsel ja deutlich die Metallic-Pigmente erkennen. Und jetzt etwas Schwarz noch mit rein. Braun. Ja, das ist es. Das wollen wir haben. Das enthält ja so eine Art Spüli. Deswegen schäumt das jetzt und macht Blasen. Das ist jetzt auch absichtlich etwas heller im Moment. Dieses Knallrot ist auf jeden Fall gebrochen. Wir müssen nur gucken, dass man hier auch unter die Treibstangen geht, dass nicht irgendwo dieses Knallrot noch durchscheint. Das kann ich immer gar nicht leiden. Ja. Gegen die andere Seite kein Vergleich. Diese Farben, die heißen ja nicht umsonst Aquacolors. Da wurden beim letzten Video dann Fragen laut, ja, was nimmt man da zum Verdünnen? Ja, bei Aquacolors liegt es nahe Wasser. Die Räder werden dann später wieder sauber gemacht, das ist nicht das Problem. Wir haben ja auch eine Märklin-Lok, wir haben keine Schleifer an den Radinnenseiten, die hätten wir vielleicht ausbauen müssen. Auf jeden Fall muss man bei einer Gleichstrom-Lok etwas mehr aufpassen da. Also diese Metallic-Pigmente, die sind bei mir eigentlich so ein bisschen der Geheimtipp, wenn es darum geht, Dampflok-Fahrwerke ölig ausschauen zu lassen. So schaut das jetzt fertig aus. Also ich finde, die Basis ist überaus gelungen. Das wirkt alles so richtig echt schon. Ist aber wie gesagt nur die Basis, genau das, was bei der DHG diese hellen Lasuren gewesen sind. Auch beim Gehäuse bleiben wir bei einer metallischen Basis, werden aber doch mit etwas mehr Schwarz, etwas dunkler noch. Wir gucken aber, dass wir diese Aufschriften alle erhalten. Man kann das ja sehr gut mit der Pinselspitze steuern, wenn das hier zuflösse. Dann kann man das schnell wieder loskriegen, die Lasur. Und wir gucken natürlich, dass wir flächig vorgehen. Also nicht einzelne Teile freilassen und dann wieder anfangen, sondern immer eine Fläche, die irgendwo in sich abgeschlossen ist, insgesamt behandeln. Und du siehst schon, das gibt dem Ganzen Struktur. Ich mache jetzt erstmal die Lok von der Seite. Da könnte man fast noch ein bisschen heller werden, oder? Was meint ihr? Na, das perlt aber hier noch. Mann, oh Mann. Wichtig ist die Basis. Alle weiteren Schichten gelingen dann flächiger und besser. Man will ja hinterher eine verführerisch schöne Lok haben, die auch so ein paar Kontraste aufweist. Dann glänzt die Rauchkammertür noch so richtig schön in poliertem Seidenmattschwarz, wobei wir hier unten, wo nicht so geputzt wird, natürlich ruhig den Schmutz platzieren können. So sieht unser vorbehandeltes Gehäuse jetzt erstmal aus. Wir wollen ja jetzt nicht überpingelig werden, sondern mit künstlerischen Effekten arbeiten. Ich werde jetzt hier so ein Rotbraun anmischen. Also das ist jetzt Ocker-Purpurrot und etwas Lederbraun. Sollte ein warmtöniges Rotbraun geben, siehst du, aber bitte nicht zu rot, eher in Richtung Ocker. So, da können wir jetzt hier so ein bisschen am Kessel ein paar Lasuren verteilen. Es bleibt nicht bei dieser einen, bitte nur partiell, nicht überall, weil sonst ist es zu viel irgendwann.
so ein paar wenige Akzente. Wie gesagt, wir sind ja noch im ersten Stadium. Das ist ja alles noch nichts 150-prozentiges. Das ist nur mal die Basis nach wie vor. Bringt Farbe ins Spiel, Leute. Ich sag's immer wieder, bleibt nicht zu gleichförmig und traut euch was. Das ist ganz wichtig. Hier an den Waschluken jetzt ein bisschen. Siehst du? Sonst können wir auch hier unten da dieses Rohr ein bisschen rostig betonen. Das wird dann später sowieso noch ganz anders. Ja, oder hier die Hauptluftbehälter da so ein bisschen. Ja, seid kreativ, stellt euch vor, wie das vielleicht ausgesehen hat. Oder legt euch, wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, euch ein paar Bilder einfach daneben. So sieht das jetzt letztlich aus. Ist doch eigentlich ganz ordentlich geworden. Die Schicht lassen wir jetzt auch wieder trocknen. Als nächstes mischen wir noch etwas mehr Ocker in die gleiche Farbe ein und verdünnen die entsprechend wieder. Betonen noch mehr einzelne Akzente. Also vorhin war es noch flächiger, jetzt noch punktueller. Wisst ihr, nur so vereinzelt mal hier. Dass wir eben noch mehr Kontraste kriegen. Seid mutig und nehmt die Farbe nicht zu dick. Immer sehr gut verdünnen. Das ist wichtig. So, jetzt habe ich noch zwei Farben dazugeholt. Einmal das Hellgrau ist dazugekommen und hier dieses Hellrot, das ist Ferrari-Rot. Diese Bereiche sind ja in Wirklichkeit rot. Da könnt ihr auf Bildern mal gucken. Das habe ich auch gleich verbessert. Sieht doch richtig gut aus. Von der Seite wirkt es jetzt so. Den Steuerungsträger, den machen wir hier auch etwas rot. Gehäuse und Fahrwerk wirken auf diese Art und Weise zusammengehöriger. Nun empfiehlt es sich, das Wasser für unseren Pinsel zu erneuern, ehe unser Hellgrau ins Spiel kommt. Es wird jetzt auch wieder Hellgrau mit etwas Klarlack verdünnt. Also hier habe ich jetzt Klarlack, der ist sogar noch ein bisschen weißlicher, solange er nicht trocknet. Und das kann man jetzt einsetzen, meinetwegen hier an diesem Ventil da oben. Bitte ganz dezent und nicht zu weiß. Hier an der Pumpe können wir auch ein bisschen mutig werden. Das wird ja später noch lasiert, wo kalkhaltiges Wasser am Start ist. Da läuft die Soße für gewöhnlich ein bisschen runter. So ein bisschen an den Waschluken kann man sie andeuten. Und was zu viel ist, das wird einfach mit einem Wattestäbchen ein bisschen abgetupft. Wenn ihr es nicht lassen könnt, dann machen wir es einfach ein bisschen so, ein bisschen drüber und das war's dann. Sieht doch ganz gut aus. Hier und da ein bisschen Lederbraun, da kann man auch, was zu viel weiß ist, dann wieder kaschieren. Lasst ruhig das Lederbraun so ein bisschen drüber laufen, lasst hier ein bisschen Rost entstehen, aber malt die Schriften nicht zu sehr zu. Mit dem Zahnstocher kriegen wir die ganz einfach sauber. Ihr könnt natürlich auch jetzt hier schon ein bisschen wieder über das Rot, das ist jetzt soweit trocken, wieder eine Lasur in Lederbraun drüber legen. Das ist jetzt mehr Lederbraun hier. Dann lassen wir uns da wieder ein bisschen aufhören. Das muss jetzt nicht mal so ganz genau an der Nietreihe sein. Einfach mal so flächig. Dann gibt es hier so eine leichte Rostspur. Und daneben ist dann wieder mehr der Kalk. Die Schrift kann man trotzdem noch lesen. Ja, so soll es sein. Das i-Tüpfelchen ist natürlich auch bei dieser Lok die Graniertechnik. Der Ton wird ein wenig gebrochen, ganz minimal. Das ist jetzt dieses Hellgrau. Unser Granierpinsel, ein einfacher Borstenpinsel und ich nehme jetzt einfach mal Küchenkrepp zum Abstreifen und natürlich wie immer den Handdrücken zum Ausprobieren und dann können wir diese ganzen Details hier so ein bisschen vorsichtig betonen. Guck mal, wie von Zauberhand. Es ist nur mal die Granierung, noch immer nicht die Schlussbearbeitung. Schaut mal, wie toll Märklin das schon damals graviert hat. Auch hier können wir ein bisschen was rausholen. Die Lampen sollte man nicht anmalen. Auch ans Fahrwerk dürfen wir uns natürlich noch ein bisschen trauen. Siehst du? Geil. Die Kanten werden eben jetzt etwas betont. Gute Basis. Es ist alles noch da, was wir vorhin gemacht hatten, wird nur durch die Granierung jetzt noch überkontrastiert. Vor der Finalbehandlung habe ich jetzt nochmals die Anschriften etwas gesäubert. Für das Finale brauchen wir vor allem Lederbraun und Schwarz. So sollte das auf der Haut wirken, dann stimmt die Konsistenz. Das ist jetzt eher eine dunkle Farbe als eine zu helle und dadurch wird jetzt alles nochmals gebrochen. Wir können aber auch nochmals variieren und hier und da ein bisschen mehr Lederbraun und hier und da ein bisschen mehr Schwarz. Da ist alles möglich jetzt.
Das wiederholen wir so lange, bis wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. Hier oben am Schlot fällt der Ruß an und setzt sich dann rundherum ab. Das machen wir dann nachher noch mit Pulverfarben. So sieht unser Gehäuse nun fertig lasiert aus. Jetzt geht's also daran, das Fahrwerk soweit anzugleichen. Seidenmattes Schwarz als Lasur nehmen wir hierzu, dass wir dann eben damit dann diesen Ölfilm auf den Rädern nachbilden können. Man soll der Rangierlok ansehen, dass sie schon lange im Dienst ist. In Verbindung mit dem Untergrund stellt sich dann mit dieser Lasur so eine richtige ölige Wirkung ein. Siehste? Das wird so richtig plastisch hier. Es wirkt so richtig gewichtig nach Metall. Jetzt passen doch Gehäuse und Fahrwerk perfekt zueinander, oder? Geil! Das sieht geil aus. Ich hoffe nur, man sieht das so richtig. So, inzwischen ist die Lok jetzt noch mit dem üblichen Kunstharz-Sprühlack übernebelt worden. Ich habe jetzt hier noch schwarze Pigmente. Und da verfahren wir jetzt mal ganz vorsichtig, hier so ein bisschen den Kesselscheitel bzw. den Schlot zu verrußen. Das ist jetzt noch schön klebrig von diesem Klarlack. Und dann sieht es aus wie echter Ruß. Und es bleibt in diesem Material auch kleben. Die Scheiben habe ich einfach aus Plexiglas zurechtgefeilt, aber es ist der Hammer, was das ausmacht. Wenn wir die Scheibe vorne einsetzen, dann reicht das. Das hintere Fenster ist beim Vorbild ohnehin ein Schiebefenster. Hier sieht man jetzt auch nochmal die Lokführerseite. In diesem Mörser habe ich jetzt etwas Lokomotivkohle und die wird jetzt einfach etwas zerkleinert. Hier kommt mal wieder der uralte Revell-Lack zum Einsatz. Damit wird unsere Lokomotivkohle geklebt. Der wird jetzt hier oben aufgebracht. Einfach geil. Echte Kohle auf dem Tender ist das i-Tüpfelchen. Jo Leute, das war's mit diesem alten Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich selbst muss schon sagen, zwischendurch habe ich gedacht, meine Güte, was macht der da? Aber das war damals ja so mein Stil, dass ich gesagt habe, ja, zeig doch den Leuten, auch wenn es zwischendurch scheiße aussieht, es kann doch noch was Tolles am Ende herauskommen. Der Weg ist das Ziel. Und dieser Grundsatz gilt für die Einsteiger-Patinierungstechniken genauso wie für die Professionellen. Der wichtigste Grundsatz in jedem Fall sind dünne Farbaufträge. Lieber 1000 dünne Schichten als eine zu dicke. Das hämmere ich auch sämtlichen Seminarteilnehmern immer und immer wieder ein. Was in diesem Video jetzt auch sehr gut zu sehen war, der ganz natürliche Feind der Patinierungstechniken mit Acrylfarben und Pinsel sind die Trockenränder. Da die Farbe manchmal schneller trocknet, als man imstande ist, sie zu verarbeiten. Dieses Problem gibt's freilich bei Ölfarbenpatinierung mitnichten. Warum aber empfehle ich für Einsteiger dennoch Acrylfarben? Das liegt ganz einfach daran, dass ich die Einsteiger, vor allem wenn sie jugendlich sind, sehr genau kenne. Die wollen meistens sehr schnell ein wirklich gutes Ergebnis sehen, haben wenig Geduld, wenig Ausdauer. Und deswegen braucht es hierzu einfach schnell trocknende Farben. Für einen Jugendlichen muss so ein Patinierungsprojekt an einem Nachmittag zu schaffen sein, sonst verliert er die Geduld. Ich kenne das aus meiner eigenen Jugend. Man wollte fertig werden und die heutige Ausdauer, die hatte ich damals noch nicht. Professionelle Patinierungen benötigen mehrere Sessions und viel, viel Geduld. Wenn euch dieses Video gefallen hat, seid doch bitte so gut und gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar, teilt das Video überall, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ja, und wenn ihr wollt und könnt, ihr wisst schon Bescheid, gebt doch bitte sehr gerne ein Motivationssignal. Vielen herzlichen Dank an jeden, der das tut. Ihr seid super. Bis zum nächsten Mal. Bleibt immer abartig, kreativ und positiv, wie immer von Herzen. Euer Kunstmichi. Ciao.